Fantastic. Hallihallo und willkommen zurück zu einer neuen Runde Clash Royale. Und nicht wundern, die Facecam ist leider nicht an. Das hat den einfachen Grund, dass die Katze die Webcam vom Bildschirm geschmissen hat und jetzt macht die irgendwie, oder hat die da so ein paar schwarze Balken drin. Ich muss da nachher mal nachgucken, ob ich das selbst irgendwie wieder hinbekomme, ob das irgendwie nur ein Wackelkontakt ist oder ob ich mir gleich eine neue kaufen muss. Das werden wir aber dann in der nächsten Folge quasi, werdet ihr sehen, ob ich mir eine neue gekauft habe oder nicht. Und dann wollen wir mal testen, wie ich das gefixt kriege, das Problem. Jetzt halt heute mal eine Folge ohne, ist aber ja nicht weiter dramatisch. Wir wollen gleich mal das Sonderangebot hier kaufen. Na gut, wir könnten auch einen Eismagier kaufen, aber so viel Gold habe ich nicht. Wir wollen gleich das Sonderangebot kaufen mit der Supermagietruhe. Und ja, ich bin momentan, ihr habt gerade schon gesehen, die Prinzessin ist nicht mehr in meinem Deck. Das liegt darin, dass ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Niederlagen hatte mit einer kleinen Unterbrechung. Was daran liegt, ihr seht es hier, Kampfholz. Kampfholz, ja, da gerade mal nicht. Aber Blitzzauber gegen die drei Musketiere, Kampfholz. Blitzzauber, Kampfholz, ja hier nix, okay, Inferno gegen Schweinereiter, Kampfholz, ja, Feuerball gegen die drei Musketiere, ja den habe ich aber eh besiegt, Eismagier, Kampfholz, also ihr seht es, Tunnelgräber, auch scheiße momentan gegen mein Deck, ihr seht, ein paar kleine Probleme. Aber deswegen habe ich mal den Blitzzauber reingenommen und damit hat es auch sofort gerade funktioniert, ein 3-0. Ich werde das mal so weiter im Auge behalten. Wir können das einfach jetzt nochmal testen, bevor wir dann gleich das Angebot kaufen. Ob sich denn da noch irgendwie mehr Vorteile zeigen an dem Blitzzauber gegen die Prinzessin. Weil die Prinzessin brauche ich momentan einfach nicht nehmen, weil in jedem zweiten Kackdeck einfach, wie gesagt, momentan das Kampfholz drin ist. Und was soll ich denn da jetzt die Prinzessin jedes Mal verballern, wenn ich die mehr oder weniger schon weiß, dass ich sie nicht nutzen kann, weil dann kann ich sie mir auch sparen. Wenn die in jedem zweiten Kampf unsinnig ist, dann brauche ich die Karte nicht mitnehmen. Das ist halt leider einfach so, auch wenn ich die generell ganz gerne benutze. Aber es ist halt, wie gesagt, sinnfrei, sie zu nutzen, wenn sie in jedem zweiten Kampf halt, ich wiederhole mich da, wenn sie in jedem zweiten Kampf quasi mehr oder weniger easy besiegt werden kann. Und das ist halt nun mal der Fall momentan. Siehst du, hier haben wir auch schon wieder das Kampfholz, das heißt, da hätte ich auch schon wieder mit der Prinzessin nichts, aber auch gar nichts gerissen. Dementsprechend hier schon mal eine ganz gute Wahl. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Der Eismagier Level 2 hier, können wir mal gucken, wenn jetzt der Ofen weg ist und die Feuergeist... Ah, er setzt ja sofort den nächsten, der Babo, echt. Ja, das macht momentan, macht mir das Spiel, ehrlich gesagt, schon wieder nicht so viel Spaß. Bevor jetzt wieder einer fragt, warum spielt das denn dann? Ja, ich will ja trotzdem euch quasi die Folgen bringen. Das ist ja nicht das Problem. Das Aufnehmen und so macht ja auch Spaß, aber das Spiel an sich, also ich würde es glaube ich manchmal echt nicht spielen, wenn ich es nicht für euch quasi aufnehmen würde. Dann würde ich mir viel weniger oder viel öfter zu Hause denken, boah, leck mich am Arsch, ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Aber so hat man ja noch einen Ansporn, dass da trotzdem noch was Cooles bei rauskommt. Aber manchmal denke ich mir halt echt, ey, was haben, ja, das war ja mal ein geiler Feuerball, Kollege. Das war natürlich jetzt ein Vorteil für uns, aber er setzt trotzdem noch die Walküre dahin. Aber den Feuerball hat er natürlich ordentlich verzogen. Wir kommen nur trotzdem noch nicht so richtig voran. Aber wie gesagt, manchmal ist dieses Spiel halt einfach spaßbefreit. Er geht immer weiter nach rechts mit seinem Ofen. Nein! Ah, ich habe den Blitzzauber, den Knallzauber auf meinen eigenen Turm gesetzt. Das war natürlich clever. Aber wir haben auf jeden Fall die Seite jetzt schon mal gezockt da. Die Feuer... Ich muss irgendwie mal kurz den Ofen einfrieren, während die Barbaren jetzt da sind. Feuerball hat er gesetzt, das ist schön. Könnte ich nämlich jetzt die drei Musketiere nehmen. Hogrider, den kriegen wir kaputt. Die Feuerbälle kriegen wir auch kaputt. Ah, Eismagier, Schweinereiter noch dahin. Jetzt haben wir ihn, glaube ich. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Das sieht ganz gut aus. Und ihr seht, der Blitzzauber hat mir schon mal ganz gute Dienste erwiesen, aber wir haben ihn immer noch nicht. Wir haben ihn immer noch nicht. So, wir müssen gucken, dass wir auf der Seite ein bisschen was reißen. Ja, die kriegen wir schon so.
Ja, ich glaube, jetzt haben wieder der Ofen dahingesetzt. Das gibt es nicht. Aber die Bogenschützin macht es und wir haben ihn. Perfekt. Also ihr seht, jetzt mein Kopfhörer schon wieder leer, jawohl. Das ist natürlich super, jetzt höre ich nämlich keinen Sound mehr. Das ist aber generell auch nicht so schlimm. Ich möchte aber gerne Sound hören, deswegen werde ich meinen Kopfhörer jetzt wieder anschließen. So, mal eben ans Kabel dran, dann habe ich auch wieder Ton. Manchmal ist das doch ganz cool beim Zocken, ein bisschen Ton zu haben. So. Ich würde sagen, jetzt können wir mal das Angebot kaufen. So. Welche sollen wir denn nehmen? Ich würde sagen, wir nehmen dieses hier. Und ich muss kurz gucken. Jetzt geht natürlich links und rechts das Gedöns weg. Und ich muss natürlich gucken, wenn ich irgendwas überblenden muss. Aber hier steht die PayPal-Adresse. Ja, das ist in Ordnung. Ich überblende das natürlich jetzt für euch, damit ihr nicht hier auf einmal mit meinem Zeug dann Sachen kaufen könnt. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert, ich hier die richtige Dings eingegeben habe. Zahlung erfolgreich, das sieht gut aus. Jetzt kann ich quasi euch zeigen, was abgeht. 4000 Gold, jetzt öffnet er natürlich die Truhe sofort. Ich hätte das jetzt gerne noch ein bisschen hinausgezögert, um spannender zu machen. Nein, wir gucken mal. Also, 4182 Gold. 16 Bombentürme brauche ich schon mal nicht. Schutz in den Ofen. 192 Lakaienhorden brauche ich auch nicht. 30 Musketierinnen brauche ich auch nicht. Das läuft. Feuergeister in Ordnung. Kann ich eh noch upgraden. Eisgolem. Bringt mir auch nichts. Oh, 22 Koboldfässer. Okay, die könnte ich jetzt relativ hoch pushen. Aber nutze ich auch nicht. Und der zweite Holzfäller, den ich auch nicht nutze. Ja, eine legendäre Karte. Cool. Gut und schön. Aber ich habe ihn schon und ich nutze ihn nicht. Ja, gut. Ist aber generell natürlich, bevor es wieder heißt, ich freue mich nicht. Ist schon geil, eine legendäre Karte zu ziehen. Natürlich. Wenigstens etwas, was man dafür dann bekommt. Aber ich habe ihn halt schon und ich nutze ihn nicht. Deswegen bringt es mir jetzt gar nicht so viel. Vielleicht sollte ich ihn mal nutzen. So. So. Hat sich aber nichts getan. Ich kann immer noch nichts upgraden. Aber ich kann jammen. Ich könnte irgendwas jammen. Ich könnte jetzt theoretisch, wenn ich jetzt frech wäre, auch noch das kaufen und mir dann den Eismagier jammen. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich blende. Jetzt muss ich es ausblenden, weil ich draufgeklickt habe. So. Teuer werden denn die Gems? 500. Ich hätte 1600. Na, ist egal. Ist egal. Wir lassen das erstmal. Hat mir jetzt halt gar nicht so viel gebracht, die Supermagie-Truhe. Ich sag's jetzt mal so, wie es ist. Aber in Ordnung. Und das Angebot ist ja auch eigentlich gar nicht mal das Beste. Ich hätte. Oder ich hatte ja schon. Es gibt ja Angebote, wo man da zu dem, was man jetzt hat, quasi die legendäre Truhe bekommt. Okay, wir haben auch noch so ein paar andere Karten bekommen. Aber halt auch noch 100.000 Gold. Und wieder der Ofen. Was ist denn mit diesem Ofen momentan los? Ey, wollen die Leute mich eigentlich wirklich verarschen hier oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, das war zu weit rechts. Die laufen jetzt alle nach rechts. Ja, war klar. Feuerball drauf. Kacke. Haben sie nicht aufgeteilt. War mein Fehler. Gebe ich zu. Passiert. Also müssen wir schon mal drauf achten. Er hat auch noch den Knall. Das heißt, auf jeden Fall müssen wir drauf hoffen oder drauf spekulieren, dass er vielleicht irgendwann mal den Feuerball verzieht. Oder für irgendwas benutzt, wo er ihn nicht für benutzen sollte. Alter, was gehen mir diese Leute auf die Eier mit den behinderten Öfen? Ehrlich, ey. Steckt euch die Karte oder sonst wohin. Warum spielt ihr überhaupt dieses Spiel, wenn ihr nur so eine Scheiße macht? Echt. Halleluja. Ja, komm, der Klassiker setzt den scheiß behinderten Tunnelgräber, damit die Lakaien schön in Ruhe schießen können, ja. Das ist auch so eine. Ja, ist halt nervig. Das ist wieder wie früher, diese stellt einen Schweinereiter und hauen einen Frostzauber drauf her. Braucht man auch gar nichts können, wenn man das so machen will. Naja, egal. Egal. Wir hoffen jetzt einfach drauf, dass er irgendwann den Feuerball verzieht. Mehr Chancen haben wir jetzt sowieso nicht in dem Fall. Komm, mach den Tunnelgräber. Pack schon den Tunnelgräber raus, Kollege. Komm, mach den Tunnelgräber raus. Los, mach. Ja, oder setz den Ofen, war auch klar. Mein Gott, ey. Dieses Spiel, bei solchen Spielen, warum soll mir nochmal einer sagen, dass das jetzt Spaß macht? Das ist doch langweilig, wie hoch 1000. Ich kann nichts machen, er wird sich auf Dauer wahrscheinlich irgendwie hier durchrödeln, weil immer mal einer von den Feuergeistern durchkommt. Ja, was soll ich machen? Ich kann jetzt mal probieren, die aufzuteilen, in der Hoffnung, ja,
Okay, das hat schon mal geklappt. Jetzt kommt trotzdem der Feuerball. Ja. Vielleicht können wir links ein bisschen was reißen. Aber auch nicht. Wäre besser, einer nach links gegangen, einer nach rechts gegangen und zwei nach links. Hätte er da den Feuerball drauf geworfen. Tunnelgräber, ja. Ja, was soll ich machen, Freunde? Ihr seht es, es geht nicht. Ich kann nichts machen. Wir konnten darauf hoffen, dass wir uns hier irgendwie auf ein 0:0 einigen. Ich kann nichts machen. Ja, setz den Feuerball, ist okay. Ja, das war's. Das war's. Das ist so ein behindertes Kackspiel einfach nur. Scheißen Dreck, echt, was soll's machen hier? Komm, schieß die Pfeile noch dahin. Knallzauber da unten hin. Es ist manchmal echt ein behindertes Kackspiel. Ich darf nicht behindert sagen, sorry. Es ist manchmal echt einfach nur ein Kackspiel. Aber in Ordnung. Das erste Spiel haben wir ja gewonnen. Das heißt, Knallzauber fliegt auch wieder raus. Ich weiß aber auch nicht, was ich reinnehmen soll, ganz ehrlich. Man kann es einfach momentan... Ich muss das Deck komplett umbauen. Es funktioniert einfach nichts. Es funktioniert einfach nichts. Feuerball da drin gegen die drei Musketiere. Feuerball gegen die drei Musketiere. Ihr habt es eben schon gehört. Kampfholz gegen die Prinzessin. Das war da noch eh noch scheiße. Ich muss das ganze Deck umbauen. Das ist immer der gleiche Scheiß nach diesen Balance Changes. Ich weiß nicht, warum die nicht einfach mal ihre Footfinger davon lassen und das Spiel einfach mal weiterlaufen lassen, wie es ist. Nein, wir müssen immer alles verändern. Nein. Egal. Offizielles Live-YouTube-Ereignis, ja, alles klar. Nee. Ärgert mich jetzt schon fast wieder, dass ich ihn schon wieder gerade 10 Euro in den Arsch geschoben habe. Aber es war ja für einen guten Zweck. So, von daher würde ich sagen, wir sind erstmal durch für heute. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, macht's gut und tschüss.